Peter, nun bring mir mal das Familienalbum her. Gabi, mach mal das Fenster zu. Opa will uns doch die alte Geschichte erzählen von unserer Ahnen. Unseren Ahnen. Unseren Ahnen. Das Fenster kannst du ruhig auflassen, Gabi. Die Drehorgelmusik stört gar nicht. Die passt sogar ganz gut. Dankeschön. So, nun setzt euch mal hierher. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ist eine wahre Geschichte. Und deshalb ist sie sehr traurig. Habt ihr eure Taschentücher dabei? Ja. Vorzeigen. Na, zum Staubwischen wären die zu dreckig. Einstecken. Also, das erste Bild stammt aus dem Jahre 1840. Damals gab's noch keine Fotografien und keinen Fernsehapparat. Das hier ist ein Kupferstich. Es ist das Haus von unserer Ahnen. Unseren Ahnen? Richtig. Gab's denn damals noch gar keine Menschen? So eine dumme Frage. Typisch Weib. Die Menschen, die sind nur nicht mit auf das Bild draufgezeichnet. Die müsst ihr euch vorstellen. Könnt ihr das? Ja, Opa, ich sehe sie schon ganz deutlich. Und in dem Haus wohnte ein kleines Mädchen. Ein bisschen älter als ihr. Das wollte damals schon fernsehen. Das wollte vom Herrenzimmer aus sehen, was im Wohnzimmer auf ihrem Geburtstagstisch steht. Das dauert und dauert. Haben die Geburtstag oder ich? Komm rein, mein Kind, komm nur herein, wir gratulieren dir. Das alles, liebes Kind, ist dein. Das meiste ist von mir. Sag, hab ich das Rechte getroffen? Papachen, ich werde verrückt. Fast bin ich vor Freude besoffen. Verzeihung, ich meine entzündet. Kanonenrohr und Pulversack, welch ordinärer Ton. Kein Wunder spielt man jeden Tag mit diesem Schlossersohn. Kein Wunder spielt man jeden Tag mit diesem Schlossersohn. Ach, ich kann doch nicht anders. Ich möchte ja so gerne so vornehm sein und so voll klein. Eine richtige Dame, ganz edle Petite und nicht bloß ein Borst, die es will. Verzeihung, ich meine natürlich eine etwas zu munterhöhere Tochter. Aber wenn mich wer ärgert, dann komm ich in Rage und denke mir jetzt oder nie. Und dann bricht er eins auf, direkt von Ballon. Ballon? Ach, ich kann doch nicht anders. Ich möchte ja so gerne, bloß leider gelingt es mir nie. Hier naht sich noch ein Gratulant, von Herzen wünsch ich dir, dass bald du deine kleine Hand dem Richtchen reichst, mir. Und mit dem Strauß, ma chère Cousine, bekommst du einen Schmatz. Den Strauß nimm für die Vase hin, der Schmatz ist für die Katz. Verdammt, sollst du so eklig sein, das ist doch keine Art. Sei doch nicht so gemein. In aller Gegenwart. Dann komm ich in Rage und denke mir jetzt oder nie. Und dann bricht er eins Peng direkt in Jardin. Ach, sie kann ja nicht anders, sie möchte ja so gerne, nur leider gelingt es ihr nie. Mein liebes Kind, zu deinem Wiegenfeste meine herzlichsten Glückwünsche. Lieber Papa. Und nun guck mal. Ja, und ich möchte mich herzlichst anschließen, ja, mein liebes Kind. Danke, liebe Mächtige. Wir auch. Danke, Tante Josephine. Liebe Nichte. Danke, Tante Clara. Alles Gute. Danke, Tante Aline. Kanonenrohr und Pulversack, nun lass das Kind doch endlich mal seine Geschenke ansehen. Ja, die schönen Geschenke. Mensch, das schöne Kleid. Das ist von mir. Das ist eine Wolke! Wie? Ich meine, das ist ein Wolkentüll. Ich dachte, weil du doch schon erwachsen bist. Zieh ich gleich mal an. Ja. Ah, da staunt allein unter... Oh. Mann, haben Sie aber einen harten Dezel. Ich meine natürlich Kopf. Na, zum Glück sind keine edlen Teile verletzt. Meinen ergebensten Glückwunsch, liebe Baroness, dass Ihr entzückender Dickkopf heute 19 Jahre alt geworden ist. Vielen Dank, Herr Justizrat.
Die schönen, teuren Blumen. Müssen Sie aber viel verdient haben. Kann ich klagen, Baroness. Konnte sehr viel klagen. Na, dann gehen Sie mal schon rein zum Kaffee. Ich komme gleich nach. Herr Justizrat, Pergamente. Die stellen wir da in die Vase. Da machen Sie sich sehr gut. Tässchen Kaffee, Herr Justizrat? Bitte gern. Sahne? Ja, bitte. Zucker? Nein, danke. Kuchen? Mit Vergnügen. Ich lebe gern auf Kosten meiner Klienten. Und außerdem leben Sie sehr gut davon. Sonst wäre ich ein schlechter Jurist. Bitte, Herr Justizrat. Danke sehr. Nachdem ich mir jetzt den Mund verbrannt habe, was einem Juristen eigentlich nicht passieren sollte, habe ich Ihnen... Mir? Der Jungfrau Mechthilde von Kiefernspeck eine amtliche Mitteilung zu machen. Wenn ich Herrn Major bitten dürfte, dem Gespräch als Zeuge beizuwohnen. Bitte. Die arme Mechthilde. Ja, die arme. Ihr Erbonkel wird doch nicht etwa gestorben sein? Man soll nicht immer gleich das Beste annehmen. Da kommt Methusalem. Brrr. Bitte schön. Danke. Hey, Sie, was ist denn hier mit? Ach so. Ist das nicht zu viel? Ich meine, ist das alles, was Sie mir geben können? Das ist mehr, als Sie verdienen. Na, nur, dass ich mir von den Verdiensten nicht kaufen kann, nicht? Also gut, dann werde ich Ihnen noch was geben, lieber Mann. Einen Rat. Aber da kann ich auch drauf verzichten, Herr Junge. Sah Sie das bitte nicht? Es ist der Ratschlag meines verstorbenen Vaters. Das war wohl das Einzige, was er Ihnen vermacht hat, was? Die Arbeit ist eine Bürde, mein Sohn Methusalem. So sprach Papa mit Würde. Und weißt du außerdem, was nützt es, wenn du viel erwirbst? Ach, sei doch kein Idiot. Erst lebe, wenn du nachher stirbst. Dann bist du nämlich tot. So leb ich ohne Sorgen von heute auf morgen und denke ganz wie mein Papa. Wozu sind denn die anderen da? Die können mir was borgen. Oh, mein Lichter, warum? Halten Sie bitte mal diese Vase. Ganz fest. So ist gut. Stani! Ah, ma chère Cousine, ich gratuliere dir aus übervollem Herzen und über leere Portemonnaie. Die schönen Blumen, die müssen ja furchtbar teuer gewesen sein. Bestimmt, aber was kümmert mich das? Die stelle ich wieder in die Vase. Da machen sie sich sehr gut. Ja, sehr. Hey, Sie, Männchen, was ist denn nun kriegen und meine Piepen oder nicht, hä? Kanonenrohr und Pulversack. Was sind denn das für Manieren? Soll ich etwa die Droschke bezahlen? Ich nehme dein Angebot dankend an. Mein Onkel erledigt die Bagatelle. Kanonenrohr und Pulversack. Frohes Fest. Die Pumperei hört mir jetzt auf. Lasst uns bitte einen Augenblick allein. Wo lässt du eigentlich dein ganzes Geld? Trägst du es zum Schneider? Ehrenwort, der Mann hat doch keinen Pfennig von mir gesehen. Dann gibt es nur einen Ausweg. Lieber Justizrat Pergamente, meinst du, dass dir mir vielleicht was bringt? Mein lieber Methusalem. Ah, mein Lieber. Der langen Rede kurzer Sinn. Mein Neffe wird heiraten. Onkel, das darfst du mir so auf nüchternen Magen? Und zwar meine Base Mechthilde. Staunen des Fachmanns, Verwunderung des Leiden. Mechthilde, diese alte Jungfer? Dafür, dass sie nicht mehr die Jüngste ist, kann sie ja nichts. Ja, aber ich auch nicht. Lieber Justizrat, reden Sie. Habe gestern Nachricht erhalten, dass der verehrte Onkel des gnädigen Fräuleins Mechthilde das Zeitliche gesegnet und derselben sein ganzes nicht unbeträchtliches Vermögen hinterlassen hat. Sein ganzes Vermögen? Och, das tut mir leid für Sie. Gott, es ist mir eigentlich sympathischer, als ich dachte. Sagen Sie mal, lohnt es sich denn? Hm? Es werden so dreimal 100.000 Taler sein. Och, dreimal 100.000 Taler. Lieber Onkel, ich bitte dich um die Hand deiner Base. Dreimal 100.000 Taler sind eine Basis. Es freut mich, dass du den Verlust ihres Onkels so gelassen aufnimmst. Behandle sie schonend in ihrem jungen Leid. Es ist doch das Einzige, was an ihr jung ist. Moment. Dreimal 100.000 Taler. Mechthilde? Hier bin ich. Der gute Onkel. Der gute Onkel. Aber du sollst ein Pflaster auf deine Wunde haben. Methusalem hat mich soeben um deine Hand gebeten. Methusalem? Ich bin das Pflaster. Kommen Sie, Justizrat. In seinem Glück will der Mensch allein sein. Ja, lassen wir Sie in Ihrem Glück allein. Methusalem! Ist das wirklich dein freier Wille? Jawohl, mein letzter. Oh, wie
Wir werden ein herrliches Leben haben. Wir werden reisen machen und in Museen gehen, ja? Ja, was brauche ich fremde Altertümer? Ich habe ja dich. Sag mir was Liebes. Was Liebes? Mein heißgeliebtes Firlefänzchen. Entzückend. Bin ich dein Schatz? Der größte, den ich je besessen habe. 300.000 Taler. Und wir wollen uns auch niemals streiten um dieses dumme, dumme Geld. Niemals. Wenn einer von uns beiden stirbt, bin ich der Universalerbe. Du bist ja noch so jung. Von nun an wird mein Lippen auf deinen Lippen wohnen. Und du dafür wirst immer da im Herzen mir Matronen. Bleib ich auch immer ganz allein, die Erste dir und Letzte. Gewiss, du wirst die Erste sein, doch sicher nicht die Letzte. Heißgeliebtes Firlefänzchen, na, wie wär's mit einem Tänzchen? Tanzen soll ich, ach mein Gottchen. Ja, riskieren wir ein Gavottchen. Zu sein. Ja. Warum kommst du eigentlich nicht rein? Stehst draußen am Fenster und machst glubsche Augen. Naja, wie ich dir so gesehen habe in das schöne neue Kleid und das Riesenbukett, da kam ich mal mit meinen Primeln direkt im Angpoblich vor. Mein allerherzlichsten Glückwunsch übrigens. Danke, Fritz. Du bist ein Rindvieh. Was mir deine Blumen lieber sind. Die anderen haben ihre doch bloß gekauft. Und du hast sie doch ganz bestimmt selbst gepflückt. So ja, in einen fremden Garten. Na siehste, du riskierst doch wenigstens was für eine Frau. Ach, Fritz, du bist der anständigste Mensch von der Welt. Otti, du bist noch nicht mehr das kleine Mädel, das ich im Kinderwagen rumgeschaukelt habe und später von der Schule nach Hause brachten, weil die anderen Bengels ja immer an der Zöppe zogen. Naja, ein bisschen gewachsen bin ich schon. Und wenn du mir heute einen Kuss gibst, dann ist das auch nicht mehr so wie früher. Wieso? Naja, wenn ich dir heute küsse, dann denke ich mal plötzlich was dabei. Wenn ich küsse, dann küsse ich. Aber ich denke mal was. Man wird eben reifer. Reifer, Fritz, du bist doch kein Apfel. So ist es mit der Zeit. Wir können sie nicht festhalten. Du nicht und ich nicht. Die geht immer weiter. Immer weiter. Aber was man gemeinsam erlebt hat, das kann einem niemand nehmen. War es denn nicht wunderschön, wie wir uns vertrugen? Und beim in die Schule gehen alle Kinder schlugen. Und wie schön wir außerdem beide immer spielten. Und mit Kügelchen aus Lehm nach der Tante zielten. Und dann rauschte sie empört fort zu unserer Freude. Wenn den Rücken gekehrt, küssten wir uns beide. Keiner hat uns zugesehen, drum war's grad so schön. Das war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädelchen war auch dabei. Das hat den Fritz so oft und gern gekriegt.
das in Schöneberg so üblich ist. Auch wenn schlechtes Wetter war, konnt uns das nicht stören. Spielten Braut und Bräutigam mit ner Schar von Jören. Unser ältstes Kindelchen war die große Puppe. Vater wusch die Windelchen, Mutter koch die Suppe. Für die Puppen und für dich war ich der Beschirmer. Und jetzt lässt du mich im Stich, mich und meine Würmer. Und mit traurigem Gemüt singt Mama das Lied. Das war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädelchen war auch dabei. Das in Schöneberg so üblich ist. Was macht ihr denn da? Bloß die Vase runtergefallen. Aber Scherben bringen ja Glück. Gut, Fritz, dass du da bist. Kommt mal beide rein. Fritz, du bist so ein vernünftiger Junge. Und ich weiß, wie gut ihr euch beide versteht, Ottilie und du. Viel zu gut. Aber du bist bald ein Mann und Ottilie eine junge Dame. Merkst du was? Kurzum, es wird Zeit, dass sich eure Wege trennen. Was? Und da trifft es sich gut, dass mein Neffe Methusalem und Fräulein von Kiefernspeck heiraten. Gratuliere. Sie werden in dem Gartenhäuschen Wohnung nehmen. Das Gartenhäuschen? Das gehört doch Fritz. Das gehört doch Jutterbox. Zu Pacht, mein liebes Kind. Nicht zum Eigentum. Es könnte ein Gewohnheitsrecht daraus geworden sein. Mein Vater hat Ihnen immer pünktlich die Pacht gezahlt. Alles hat er Ihnen in Ordnung gebracht, für umsonst. Und du hast es ihm zur Verfügung gestellt, weil er dir im Krieg das Leben gerettet hat. Ihr bekommt natürlich einen Ersatz dafür. Ich habe noch ein Yachthaus in Babelsberg. Wir haben da hier unsere Schmiedewerkstatt. Meinst du, die Pferde kommen Ihnen zum Beschlagen nachgelaufen bis nach Babelsberg? Vater ist in dem Haus alt geworden. Den können Sie jetzt nicht einfach umpflanzen irgendwohin. Und ich bin da drin aufgewachsen. Das ist mein Elternhaus. Da gehen wir nicht raus. Guten Morgen, Herr Major. Da staunt der Fachmann aber nur wirklich vom Leinjans zu schweigen. Ja, das hat man davon, wenn man zum einfachen Volk so nett ist. Ja, damals war es schon so wie heute. Wer das Geld hat, hat auch die Macht. Und Fritz Hüterbock hatte kein Geld. Noch nicht. Und er musste ausziehen aus dem kleinen Gartenhäuschen, das hinter der Villa Henkeshofen lag. Wenn schon, denn schon, dachte er sich und wanderte aus. Aber nicht nach Babelsberg, sondern viel, viel weiter. Wir sind bald fertig, Fritze. Dann kann die feine Gesellschaft einziehen. Im Herrenhaus ist ja allerhand los. Naja, wenn die Mechthilde sich auf ihre alten Tage noch verlobt, dann muss da gefeiert werden. Damit das nicht so duster ist, haben sie auch gleich die Armleuchter mit eingeladen. Bist du doch neu gekommen. Hast du gedacht, ich lass dich so einfach weggehen? So ganz ohne Abschied? Na, das nicht, aber willst du dir nicht platzieren? Nee, kann nicht sitzen. Ich bin viel zu aufgeregt. Ach, Fritz, ich kann's noch immer nicht fassen. Warum musst du ausgerechnet nach Amerika? Da soll's ja noch Wilde geben. Ach, die werden auch bloß halb so wild sind. Wenn es bloß nicht so weit wird. Gott, das ist doch alles halb so schlimm. Sieh mal,
Rein geografisch gesehen ergibt sich folgendes Bild. Du steigst in eine Spree auf den Kahn. Und denn? Und dann fährst du immer geradeaus, bis die Spree in der Elbe mündet. Und denn? Und dann fährst du so lange weiter, bis die Elbe in den Ozean fließt. Und denn? Und dann fährst du und fährst du und fährst du. Wo liegt denn nur Amerika? Das kann ich dir nicht zeigen. Du sitzt gerade drauf. Ach, Fritz. Kommst du auch wirklich wieder? Aber ich fahr doch bloß rüber, um wiederzukommen. Und nur für uns. So wie es jetzt ist, bin ich ja doch nicht hoch, wohlgeboren hier noch für dich. Aber wenn ich zurückkomme mit dicke Marie in der Brieftasche, dann wird der Herr Major schon eher mit sie reden lassen. Ach, Rotti, ich will arbeiten und schuften von früh bis spät. Nur für dich. Was ist denn, Otti? Du weinst doch nicht. Nee, nee. Das ist bloß ein bisschen Wasser. Bei mir fängt der Ozean schon an. Hier, Fritz. Wenn ich schon nicht selbst mitkommen kann. Das werde ich immer bei mir tragen, Otti. Das schwöre ich dir. Was ist denn, Fritz? Ich bin ja schließlich auch bloß ein Mensch. Ein lieber Mensch. Nun wollen wir mal die Augen zumachen, Otti, damit ja nichts mehr rauslaufen kann. Und dann wollen wir an was ganz Schönes denken. Woran denn? Denk nur, wie schön wird das Wiedersehen. Denk nur, wie schnell wird die Zeit vergehen. Denk nur, die Sterne. Mann, damit, wenn wir uns wiedersehen, ich auf dich stolz sein kann. Ich komm zurück mit so viel Kies, ich schufte wie ein Pferd. Du bist für mich auch ohne dies kein Mister ohne Wert. Denk nur, wie schön wird das Wiedersehen. Trennen kann, nicht mal der endlose Ozean. Bald scheint so schön wie einst im Mai die Sonne des Glücks für uns zwei. Ach, wär die Wartezeit bloß schon vor. Das war das Letzte, was Ottilie von ihrem Fritz sah damals. Und dann sah und hörte sie jahrelang nichts von ihm. Obwohl er... Aber das erfahrt ihr später. Was hast du denn, Opa? Ach, Schnuppen. Ihr findet das wohl gar nicht traurig, was? Nee, Fritz ist doch wiedergekommen, oder? Und wie er wiedergekommen ist.
Am 16. Juni 1855 lief die Passat den Hamburger Hafen an. Und zwei Tage später fuhr Fritz durchs Brandenburger Tor ein. Mit Marie und Mäbel. Die Marie hatte in der Brieftasche und die Mäbel neben sich. Look here, Mäbel. Setz unter Linden, our Main Street. The Broadway of Berlin. Oh, I see. Lovely. And so many people. Ja, hier ist was los. Hier trifft man everybody. Kutscher, drive slowly. Was soll ich? Langsam fahren. Nun kicken Sie sich das mal an. Meine Lisa hat schon verstanden. Ich wusste ja nicht, dass die Englisch kann. Ach, Mäbel. New York ist ja ganz schön, aber... Es geht doch nicht. Nicht? Nicht über Berlin. Ja, denn erfrischt, frischt, frischt wie Medizin. Ach, tut det gut, 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 atmet det in. Und det rieselt, Junge, Junge, durch die Nase in die Lunge. Und man spürt det auf der Zunge. Es geht doch nicht über Berlin. Kinder, ach, wie ist es fein, wieder in Berlin zu sein, wieder in die Spree zu spucken, sich die Linden anzugucken und das Brandenburger Tor. Mensch, wie komm ich mir bloß vor? Rückt doch etwas näher ran, dass ich euch flüstern kann. Es geht doch nicht, nicht, nicht über Berlin. Ja, denn erfrischt, frischt, frischt die Medizin. Ach, tut es gut, 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 atmet das in. Sehr böse, wenn... Oh, I know. Du wolltest nach Schönerberg. Ich komme schon allein in die Hotel. Ah, nur keine Bange, junger Mann. Ich bringe Ihre kleine Frau schon sicher hin. Die kleine Frau ist noch ein Fräulein und soll ja eine Miss. Oh, pardon. Denn war das eben ein Missverständnis. Goodbye, Fritz. Und ich wünsche dir viel Glück bei dieser Idiot-Arti. Otti! Der Herr wünschen. Mann, Karl! Ihre Augen haben aber ein kurzes Gedächtnis. Das ist doch nicht möglich! Doch! Fritz! Ich meine, Herr Jüterbock. Mr. Frederick Jüterbock, direkter Mann aus New York. Das ist aber eine Freude. Nun melden Sie mich mal gleich der Baroness. Ich glaube, mit dem Strauß bin ich endlich konkurrenzfähig. Die Frau Baronin ist mit den Kindern in Potsdam.
Wir erwarten Sie aber heute Nachmittag zurück. Mit den Kindern? Die Baroness ist doch verheiratet. Otti? Mit wem? Mit Baron Zizo von Henkeshofen. Mit? Also, ich habe mich ja schon immer gewundert. Aber das hätte ich nicht erwartet. Der Herr Vater hat es so gewollt. Baron Zizo hat Ansprüche auf das Gut hier. Und der Herr Major wollte so gern, dass alles zusammenbleibt. Aber nun wird es erst recht nicht zusammenbleiben. Wir sind bis über die Ohren verschuldet. Ach. Alle wissen es, nur die Frau Baronin nicht. So hatte ich mir das Wiedersehen nicht vorgestellt. Machen Sie es gut, Karl. Darf ich der Frau Baronin etwas bestellen? Nein, vielen Dank. Einen schönen Gruß. Wiedersehen, Karl. Wiedersehen. Mann, das war aber ein harter Schlag für den Fritz. Ja, aber wie es so ist im Leben. Wenn der eine traurig ist, ist der andere lustig. Unter Linden promenier ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf eine Kilometerlänge sieht man nichts als Menschenmenge. Und inmitten hält beritten, stolpt die Polizei. Aus den fernsten Ländern sie vorüberschlendern. Aus Paris und Rom und Wien, mal auch einer aus Berlin. Doch das allernetzte, süßeste, kokettste. In dem Rahmen sind die Damen, die vorüberziehen. Untern Linden, geht spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast anzubinden, dann spazierst du hinterdrein. An der Ecke Kaffeekranzler, guckt sie halb hin, er guckt ganz hier. Aber am Pariser Platz, schwupps, da ist sie schon dein Schatz. Wir uns heute Abend beim Krollball. Hm, vielleicht. Übrigens, wie geht's der werten Frau Gemahlin? Ach, danke der Nachfrage. Der Hals ist jetzt wieder in Ordnung. Dafür ist ja die Galle an die Nieren gegangen. Außerdem hat sie Rheuma und das Herz ist auch nicht das Beste. Aber sonst geht's ihr gut. Das staunt der Fachmann, der Laie wundert sich. Aber Menschen, die immer krank sind, werden meistens 100. Mein lieber Justizrat, Sie sagen einem auch nie was Gutes. Wie ein herrlicher Tag heute, dieser Tag, was? Ja. Methusalem! Methusalem! Mein Birnenfettchen! Darf ich bekannt machen, Senorita Angostura, prima Ballerina an der königlichen Oper? Hast du vielleicht zufällig ein paar Taler bei dir? Da drüben bei dem Juwelier liegt ein entzückender kleiner Ring. Ein paar Taler? Leider nein. Sag mal, kannst du mir etwas auslegen? Du, das tut mir leid. Gerade habe ich meine Schneiderrechnung bezahlt. Für sowas hast du Geld, ist ja unverantwortlich. Das nächste Mal pumpe ich dich vorher an. Und Sie, lieber Justizrat? Ich habe leider meine Brieftasche vergessen. Zufällig. Ja, aber Sie wussten doch, dass Sie mich treffen. Eben. Na ja, dann kaufe ich dir den Ring ein bisschen später. Ich treffe ja noch mehr Bekannte. Fein, Methusalem. Als ich zum ersten Mal dich sah, zerfloss ich vor Verehrung. Wie stolz und eitel war ich da auf diese Eroberung. Sei weit, oh Scholz, du Süße, du, und schau mich immer lieb an. Mein Honig bleibst du immer zu, mein Sirup, mein Marzipan. Heißgeliebtes Firlefänzchen, na, wie wär's mit einem Tänzchen? Tanzen darf ich fein, Papagen. Ja, riskieren wir ein Polkagen. Ja, bei Kroll. Küsschen. Entzückend. Ausländerin. Spanierin. Ja, das merkt man sofort. Waschechte Spanierin.
Haben Sie keine Ohren im Kopf, Fräulein? Können Sie nicht kicken, wo Sie hintreten? Was denn? Nächsten werde ich mir für Sie noch Hühneraugen anschaffen. Warum soll ich denn mit dir in die Stadt fahren? Weil wir ein Ballkleid für dich kaufen werden. Ein Ballkleid für mich? Wir beide gehen heute Abend auf den Ball bei Kroll. Den Ball bei Kroll? Wir beide? Ohne unsere Männer? Das geht doch nicht. Unsere Männer. Weißt du, wo dein Mann gestern Abend war? Im Ministerium, genau wie dein Mann. Und wo er jetzt ist? Im Ministerium, genau wie dein Mann. Und wo er heute Abend hingeht? Ins Ministerium, genau wie dein Mann. Ins Ministerium, genau wie mein Mann. Gestern Abend waren unsere Männer in der Oper und haben dann mit zwei Ballettratten soupiert. Jetzt sitzen sie bei Kranzler rum mit irgendwelchen Damen und heute Abend gehen sie auf den Krollball. Aber das ist doch nicht, ist das wirklich wahr? Dafür habe ich ihm die Treue gehalten. Bin ich immer eine sittsame Hausfrau geblieben. Habe ich nie nach anderen Männern geschielt. Und schließlich hätte ich auch mal gerne kokettiert. Und ist ja auch eine Frau, nicht? Ja, ich habe auch noch Chancen. Aber nein, ich beherrsche mich. Ich halte mich zurück und eher... Was ist denn das? Ein Geheimfach? Lauter Briefe. Für meine Tochter? Von meinem Vater. Geh schon nach Hause und zieh dich um. Ich hol dich dann ab und wir fahren gemeinsam einkaufen. Ja, ist gut. Meine liebe Ottilie, wenn du diesen Brief finden wirst, bin ich längst nicht mehr. Verzeih deinem Vater, wenn er auf ungeschickte Weise Schicksal gespielt hat. Heute weiß ich, dass du mit Cicero nicht so glücklich werden wirst, wie ich geglaubt habe. Friedrich Hüterbock, wenn auch ein bürgerlicher, wäre der bessere Mann für dich gewesen. Bitte versteh mich, ich habe es nur gut gemeint, dein Vater. Anbei seine Briefe, die ich dir vorenthalten habe. Fritz hat geschrieben. Er hat geschrieben. Liebe Otti, so viele Briefe habe ich schon an dich gerichtet, aber nie kommt eine Antwort. Ich kann's und kann's nicht begreifen. Ich habe hier gearbeitet bei der Eisenbahn und jetzt will ich mir selbstständig machen. Amerika ist ein schönes Land für mir, insofern man hier keinen Unterschied kennt zwischen mir und mich. Hier ist mir immer richtig, wenn du nur einmal schreiben würdest. Es kann doch nicht möglich sein, dass du mich vergessen hast. Dein getreuer Fritz. Ich hab dich nicht vergessen. Mein lieber Justizrat, können Sie mir denn gar keinen Vorschlag machen, wie wir zu Geld kommen? Verkaufen, lieber Baron, verkaufen, ehe die anderen sich's nehmen. Das wird ja meine Frau nie zulassen, die hat ja keine Ahnung, wie verschuldet wir sind. Ja, dann. Also, wenn das so weitergeht, werden wir am Ende noch arbeiten müssen. Na, das wird ja Verrat an der Arbeiterklasse. Sag mal, ist das nicht dieser ehemalige Gartenhäusler, dieser Fritz Jitterbuck oder so ähnlich? Ja, natürlich, das ist er. Ich habe gehört, dass der in Amerika Millionär geworden ist. Na, und das sagst du so ruhig? Den müssen wir doch gleich anpumpen. Schließlich ist er unser Jugendfreund. Na, also Jugendfreund. Es bestand ja wohl damals einige Differenzen. Aber vergeben und vergessen. Man ist ja nicht nachtragend. Ist das nicht unser lieber, guter, alter Freund, Fritz Jitterbuck? Ja, natürlich. Gut sehen Sie aus. Waren Sie verreist? Es fängt nur noch, dass Sie anfangen zu weinen vor Rührung. Darf ich bekannt machen? Herr von Methusalem, Herr von Henkeshofen, Justizrat Pergamente. Miss Mabel Schumann aus New York, die Tochter meines Kompagnons. How do you do? Ich habe gehört, Sie sind drüben ein reicher Mann geworden. Haben Sie Gold gefunden? Nee, ich habe einfach gearbeitet. Ach, ist ja doll. Wäre Ihnen wohl nicht eingefallen, was? Nee. Fritz und mein Daddy haben in New York die größte Fabrik von... Oh, wie sagt man hier? Lokomotiven. Aber nun will ich Sie nicht länger aufhalten, meine Herren. Guten Morgen. Vielleicht sieht man sich mal wie... Man hätte ihn gleich anpumpen sollen. Diese Bagage kann einem ganz Berlin verleiden. Dann komm doch wieder zurück mit mir. Halten tut mich sowieso kein Mensch mehr hier. Und dein Daddy würde sich sicher freuen. Oh, ich kann jemanden, der würde sich freuen, noch viel mehr. Ich weiß, Mabel. I know that ganz genau. Ich hab dich sehr gern. Aber sehr gern ist eben nicht genug. Denn dazu habe ich dich nun mal zu gern. Wir müssen noch die Masken besorgen. Wieso Masken? Ach so, damit unsere Männer uns nicht erkennen. Was ist denn? Entschuldige bitte.
Entschuldige bitte, Mabel. Otti. Fritz. Nett, dass man dich auch mal trifft. Da kann ich mich auch gleich für deine schönen Nelken bedanken. Rosen, Otti. Es waren Rosen. Ach ja, das habe ich durcheinander gebracht. Ich habe so viel im Kopf. Der Haushalt, meine Kinder, mein Mann. So hatte ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt damals in eurem Garten. Erinnerst du dich? Denk nur, dass gar nichts uns trennen kann. Nicht mal der endlose Ozean. Naja, Fritz, das ist vorbei. Das waren Kinderträume. Kinderträume, das? All die Jahre, in denen ich nur für dich gearbeitet habe, mir nichts gegönnt habe, das waren alles nur Kinderträume? Ach, Fritz, nimm das doch alles nicht so tragisch. Otti, das bist du nicht. Doch, ich bin's. Ich glaube es nicht. Hast du denn meine Briefe nicht bekommen? Oh ja, Fritz, alle. Die waren wirklich nett geschrieben. Ich wollte dir auch immer antworten. Aber du weißt ja, dann kommt irgendwas dazwischen, dann vergisst man's. Und später hast du dann ja auch nicht mehr geschrieben. Nein. Später habe ich dann auch nicht mehr geschrieben. Sei mir nicht böse, Fritz. Ich habe noch sehr viel zu besorgen. Vielleicht sehen wir uns dann noch mal. Ja, vielleicht. Auf Wiedersehen, Fritz. Und lass es dir gut gehen. Danke. Du auch. Ich glaube, ich träume. War sie das? Deine Otti? Ja. Das war sie. Meine Otti. Come on, little girl. Wäre es nicht besser gewesen, du hättest ihm die Wahrheit gesagt? Nein. Für ihn ist es besser so. Je enttäuschter er ist, umso schneller wird er darüber hinwegkommen. Er wird heiraten, wie ich. Und du, Otti? Ich werde ebenso weitermachen. Wir wursteln ja alle bloß. Einen Ring mitgebracht. Ach, du bist mir viel zu groß für diesen kleinen Ring. Du, Salem? Ja, mein Firlefätzchen? Ich brauche Männer, die hier stark sind. Ach, wenn du wüsstest, wie stark mein Herz für dich schlägt. Nicht Herz, Brieftasche. Wenn du bist zu schwach auf der Brust, muss ich mich umsehen nach einem Millionär. Ja, das tue ich schon die ganze Zeit. Suchen wir doch gemeinsam. Wenn ich einen angepumpt habe, kriegst du deinen Ring. Hoffentlich. Bestimmt. Immer noch nicht da. Aber er kommt bestimmt hierher. Habe mich im Hotel erkundigt. Ja, und es gibt wirklich gar keinen anderen Ausweg? Hören Sie zu, lieber Cicero, Sie sind total bankrott. Wenn Ihr Gut unter den Hammer kommt, dann sind Sie es wie ein Butterbrot los. Wenn wir es aber an diesen Hüterbock verkaufen, dann erhalten wir mindestens das Fünffache. Er hat doch keine Ahnung von den hiesigen Grundstückspreisen. Sie halten sich vorläufig im Hintergrund. Ich muss ihn erst mal bearbeiten und ihm die Sache schmackhaft machen. Ich werde hier warten.
Etablissement auf Kroll. Die amüsieren sich alle. Bloß du nicht. Oh, ich möchte dir so gerne trösten. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, als Notnagel bist du mir zu schade. Schrei nicht so, wir seien nicht verheiratet. So wird es auch nie kommen. Well, dann ich suche mir eine andere. Aber Mabel, du kannst doch nicht als alleinstehende Frau. Oh, ich werde nicht stehen lange allein. Darf ich bitten? Mein lieber Jüterbock, immer noch in Berlin? Nee, ich bin schon in New York. Aber ich sehe Sie doch ganz deutlich, dass Sie hier sind. Warum fahren Sie denn noch? Was ich Ihnen noch sagen wollte... Ich habe da neulich mit einem Bekannten über Sie gesprochen. Ich sagte zu ihm, sagen Sie mal, sagte ich, warum baut dieser Jüterbock eigentlich keine Lokomotiven hier in Berlin? Ich baue Lokomotiven, wo es mir passt. Ja, das sagte mein Bekannter auch. Und ich sagte dann noch, es wird sich sicher nicht lohnen, hier Lokomotiven zu bauen. Nicht lohnen? Hier fängt es erst richtig an mit der Eisenbahn. So viele Lokomotive können Sie gar nicht bauen, die hier gebraucht werden. Hier werden so viele Züge an- und abdampfen, dass Ihr Kneifer gar nicht aus dem Beschlagen herauskommt. Hier kann man nicht Lokomotiven bauen, hier muss man. Ja, da kann ich nur sagen, warum machen Sie es denn nicht? Ich hätte da ein prima Gelände für Sie, in Schöneberg. Wenn Sie das kaufen, dann tun Sie sogar nebenbei noch ein gutes Werk. Bist du schon so weit? Methusalem, der scheint anzubeißen. Na also! Wer bei wem? Schätzchen, es handelt sich nicht um ein erotisches Anbeißen, sondern um ein geschäftliches. Du könntest ruhig mal erotisch anbeißen. Und du geschäftlich. Oh, Moment, nein, das geht nicht. Was habe ich dir gesagt? Unsere Männer. Wie hat er geschworen? Er muss ins Ministerium. Ich werde ihn erschießen. Das ist viel zu wenig. Wir werden sie lächerlich machen. Alle beide. Ja, ja wozu denn? Ich will ja tanzen, der Kopf. Bei Klasse, Weiber. Und maskiert, also verheiratet. Meine Spezialität. Deine? Hast du diesen Blick eben gespürt? Dieses Feuer? Ja, die scheinen sich auch für uns zu interessieren. Es ist ein Wunder. Also? Ran! Bitten, meine schöne Unbekannte. Woher wissen Sie denn überhaupt, ob ich schön bin? Ach, sowas weiß man doch, wenn man was von Frauen versteht. Und woher wissen Sie, ob ich Ihnen eine Unbekannte bin? Weil ich eine Frau wie Sie sofort wiedererkennen würde, selbst wenn ich Sie nur ein einziges Mal gesehen hätte. Sie sind verheiratet. Mhm. Ihr Mann vernachlässigt Sie. Wenn Sie wüssten, wie recht Sie haben. Ihr Mann muss ein schöner Trottel sein. Ich glaube nicht, dass das reicht. Was sehe ich? Sie sind auch verheiratet? Pardon, meine Gnädige. Unaufmerksam von mir. Sehr interessant. Gnädige, ich habe das Gefühl, dass wir uns schon eine Ewigkeit kennen. Das sagen Sie jetzt nur so? Im Gegenteil, das sage ich immer. Wir Mädchen kennen allesamt die Tricks der Herren genau. Wie stellt man's an, ist man entflammt von einer schönen Frau. Wenn's regnet und sie ihren Rock bis an die Kniechen spannt, dann offeriert man ihr den Stock, ist grad kein Schirm zur Hand. Und gebt euch kein Regen Gelegenheit, so macht ihr es mit der Verwegenheit. Man sagt so einer süßen Persönlichkeit, nein, diese Ähnlichkeit haben wir uns nicht schon mal kennengelernt. Ich weiß jetzt bloß nicht wo. Sie sehen jemand ähnlich so ein bisschen entfernt. Das sagen Sie nur so. Mein Herr, Sie irren sich auf jeden Fall. Wir sehen uns heute zum ersten Mal. Das macht doch der Freundschaft kein Loch, deswegen gefallen sie mir doch. Na, das macht doch der Freundschaft kein Loch, deswegen gefallen sie mir doch.
gefallen sie mir doch. Diese Augen, ach, diese Figur und diese zarte Haut, ach, davon könnte man ja träumen. Und von Ihrer Frau träumen Sie nie? Doch, aber ich habe glücklicherweise nur selten Albträume. Lieben Sie Ihre Frau denn gar nicht? Ach, eigentlich habe ich sie nur aus Mitleid geheiratet, weil sie so allein in der Welt stand und schon so lange. Und außerdem war sie völlig verarmt. Sie sind ein guter Mensch. Ich weiß, aber wollen wir nicht lieber von was Erfreulicherem reden? Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie eine soeben erblühte Rose. Und Ihre Frau? Wie eine welke Nelke. Au! Teufel, was für ein Temperament. Die muss noch sehr jung sein. Ach, sehen Sie den Herrn dort drüben? Was er da gerade zu uns her schaut, der aussieht wie ein Schrank. Der ist reizend. Der zerreißt jeden, der mit seiner Frau kokettiert. Das wissen Sie so genau. Das ist mein Mann. Das ist Ihr Mann. Pardon, aber ich habe Weib und Kind daheim. Das erste wahre Wort heute Abend. Was war denn los? War nicht nett zu dir. Viel zu nett, das ist es ja gerade. Und deiner? Frag nicht. Nun, schöne Masken, so allein? Wir sind sehr gern allein. Aber das haben Sie doch gar nicht nötig. Wozu sind denn wir Männer da? Das möchte ich auch mal wissen. Es ist immer dasselbe mit Ihnen. Ein Jüngling trifft dich irgendwo und brennt dich tot. Es ist immer so. Erst forscht er ganz diskret, wie es um die Mitgift steht. Dann spricht er schleunigst mit Papa und der sagt ja. Dann stehst du da im grünen Myrtenkranz und freust dich, dumme Gans. Kaum bist du eine Woche sein, hast du ihm schon was zu verzeihen. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Hat tausend verschiedene Gemächer. Aber lieb sind sie doch. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Dich, mein Firlefänzchen, ich suche immer nur dich. Geniert euch nicht, Kinderchen, geniert euch nicht. Ich habe selbst Töchter, haufenweise. Sag mal, kann ich dir vielleicht irgendwie behilflich sein? Wenn du dir schon hast, Herr Bemü, darfst du mir zumachen, Corsage. Ach, weißt du, es gibt nur etwas, was ich noch lieber täte. Aufmachen, Corsage. Mit Tusalem, sonst nicht immer sagen, so freche Sachen. Nicht jetzt. Muss ich mich jetzt beeilen, mache ich gleich ganz große Auftritt. Holle! Bis nachher, Viertelfänzchen, bis nachher. Ich freue mich ja schon so irrsinn. Hallo, wer kommt denn da? Deine welke Nelke. Oh. Doch ein alter Freund des Hauses. Wenn Sie das Gut Henkeshofen kaufen würden. Und was wird, wenn ich nee dazu sage? Tja, dann müsste alles versteigert werden. Also schön, meine Herren, ich kaufe das Gut. Aber nicht wegen Ihrer schönen Augen, sondern wegen... Naja, Sie wissen schon, wen ich meine. Danke, Prinz. Und damit du es weißt, deine Briefe habe ich jetzt erst gefunden. Die hatten Sie vor mir versteckt. Ich hätte dir wieder geschrieben, ich wäre sogar rübergekommen. Wenn du es gewollt hättest. Adieu. Da
erstaunter Fachmann und ich? Ihr Herz ist ein finsteres Loch, an tausend verschiedene Gemächer. Amelie, sind sie doch. Die Wände sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch, an tausend verschiedene Gemächer. Amelie. Das war im Jahre 1855 bei Kroll. Im nächsten Jahr stand in Schöneberg im Monat Mai schon die erste Fabrikhalle der neuen Jüterburg-Werke. Im selben Jahr wurde auch das Hochzeitsfoto von Fritz und Mäbel geknipst. Und nun ging die Produktion los. Oh, Moment mal, da habe ich eine Seite überschlagen. Tja, man kommt weiter mit einer Jüterburg. Diesen Spruch konnte man bald in ganz Deutschland lesen. Die Fabrik wurde immer größer und größer. Und unser Fritze... Tja, der wurde immer älter. Und dann kam das Jahr 1900. Unser hochverehrtes Geburtstagskind, unser lieber Herr Kommerzienrat Jüterburg, er lebe hoch! 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 Ganz groß! Pa, du musst jetzt eine Rede halten. Grüße Go von der Lene. Sag mal ruhig. Der Alte will eine Rede reden. Also, Kinder, schönen Dank. Und nun macht euch einen vergnügten Tag. Hat die Pflicht, sich zu erfrischen. Keine Angst, wenn auch hier und da unsere Schale etwas rau ist. Es ist alles nur Spaß und wenn 16 in Glas sind, wir mit dem Ohr und Fass. Denn wir sind ja voll gemüht. Und wenn man's auch nicht sieht, wir sind nicht abgebrüht. Uns kommt's nur auf eines an. Bei uns ist der am meisten beliebt, der ruhige Buchel schiebt. Spielen Sie gerade wieder so schön falsch. Danke, Kinder. Schönen Dank. Papa, weißt du, was eben gekommen ist? Nee, aber wenn du Papa sagst, dann wird es sicher was Feines sein. Herein. Lieber Herr Kommerzienrat, ich wollte Ihnen im Namen Ihrer weiblichen Angestellten noch extra gratulieren. Schönen Dank, Fräulein Müller. Schmidt, Papa. Sag ich ja. Die schönen Blumen, Fräulein Müller. Schmidt? Die stelle ich in eine Extravase. Mhm. Früher habe ich den Damen immer Blumen geschenkt. Naja, man ist eben kein Jüngling mehr. Papa, willst du mir jetzt endlich einmal zuhören, ja? Also... Seine Majestät der Kaiser, geruhen Herrn Friedrich Jüterbock wegen seiner Verdienste um das deutsche Verkehrswesen in den erblichen Adelstand zu erheben. Was denn? Ab heute heißen wir von Jüterbock. Aber das ist ja... Schönen Dank. Der Adel in mir muss sie erst mal setzen. Tja, das hätten wir geschafft. Kinder, wenn das deine liebe Mutter noch hätte miterleben können... Die war eine treue amerikanische Republikanerin. Und für die gibt's ja nichts Schöneres als alter Adel. Darf ich Ihnen dazu auch noch gratulieren, Herr Kommerzienrat von Jüterburg? Von Jüterburg, wie das klingt. Aber was sagst du zu deinem Jungen, Harry? Soll man denn so was glauben? So ein kleiner Bengel und schon adelig. Lach nicht, Mädchen. Jemand und feier. Zu nettet Mädel, die kleine Schulze. Schmidt, Papa. Naja, ist ja egal. Jetzt bin ich adlig, jetzt darf ich auch ein bisschen verkalkt sein. Die hat so was in den Augen. Das erinnert mich an irgendjemand. Wäre das nicht ein Mädel für dich, Harry? Der kleine Fred könnte auch wieder eine Mutter brauchen.
Naja, erstens hat sie kein Geld. Ach. Und zweitens ist sie keine von, also nicht standesgemäß. Du merk dir mal eins, Harry. Wenn der Dünkel einen Menschen in den Kopf reinsteigen kann, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass weiter nichts drin ist. Das sagt dir Herr von Jüterbock. Naja, und drittens will unser Abteilungsleiter Müller sie ja heiraten. Ich werde sie sofort dem Herrn Kommerzienrat melden. Bitte, seien Sie gut. Ja, sehr gut. Sag mal, hast du die riesige Fabrik gesehen? Der Mann muss ja ein sagenhaftes Geld haben. Tja, Stani, weißt du, das einzige Fahrt ist nur, Leute, die so viel Geld haben, die gehen meistens nichts her. Das wäre denn seit wie vielen Jahren? Seit sehr, sehr vielen Jahren, Stani. Ja, seit sehr, sehr vielen Jahren. Der erste, den ich nicht angepumpt hätte. Hoppe, hoppe, Reiter. Wir reiten immer weiter. Die anderen, ach, die sollen uns mal. Die sind uns nämlich pieps egal. Hör. Das sagst du so. Du sitzt auf einem ziemlich alten Schlachtross, mein Junge. Herr von Methusalem und Gattin warten im Herrenzimmer. Was denn? Lebt der immer noch? Der ist ja ganz alter Adel. Wir kommen. Mal sehen, was der für ein Gesicht macht, wenn er hört, dass ich ein Kollege von ihm geworden bin. So, du spielst jetzt hier eine Weile alleine weiter. Opa kommt gleich wieder. Spiel, Opa. Na, mal sehen. Vielleicht hat der Opa was für dich. Hier, guck mal, mein Junge. Das ist ein Medaillon, aber nicht kaputt machen. Da ist ein sehr hübsches Mädchen drauf. Müsste ihn als Jungen eigentlich interessieren. Hübsches Mädchen. Ah, mein lieber Herr von Jüterbock. Wisst ihr denn schon? Sie sagten da eben von Jüterbock. Ja, bitte, das dürfen Sie nicht wissen. Wir kommen aus Wien. Da heißen es halt alle von. Darf ich Sie mit meiner neuesten Frau bekannt machen? Das ist meine Mizi. Fesch, was? Ihr Geschmack wird von Frau zu Frau besser. Danke. Wo haben Sie denn die ganze Zeit über gesteckt? An der Wiener Gesandtschaft. Ich bearbeite da die ganz streng geheimen Sachen. Sie? Ja, bitteschön, weil er hat alles sofort wieder vergisst. Er ist der geborene Geheimnisträger. Sagen Sie mal, mein lieber Herr Jüterbock? Von Jüterbock, wenn ich bitten darf. Wir sind heute in den erblichen Adelsstand erhoben worden. Na, was denn? In der Tat? Wofür denn? Früher musste man da einen Verdienst aufweisen können. Ein Verdienst? Mann, da haben Sie aber Schwein, dass Sie schon adelig auf der Welt gekommen sind. Wenn die Frau bitte hier warten wollen, es kann allerdings einen Augenblick dauern. Danke. Ja, wen haben wir denn da? Hat man dich ganz allein gelassen? Hübsches Mädchen von Opa. Bist du denn der Kleine? Aber das ist ja mein Medaillon von damals. Hübsches Mädchen, nicht? Das bin ich. Du? Nein, du bist eine Oma. Auch Omas waren mal jung. Aber das werden kleine Kinder wohl nie begreifen. Großmama saß nicht immer wunschlos da wie heut. Ach ja. Thank you.
doch um alles, was ich einst versäumt. Verzeihung, ich wollte nur den jungen Herrn holen. Ich will hier bleiben, die Tante ist eine Oma. Aber nicht deine. Nur beinahe. Sag mal, Witzel, was wollte ich da eigentlich hier? Mich anpumpen, vermutlich. Ja, richtig. Jetzt hab ich's wieder. Aber ich hab's noch nicht wieder. Ich will ihm mal was sagen, Herr von Methusalem. Ich schenke Ihnen jetzt was. Nee, das kann ich nicht annehmen. Ein Edelmann pumpt sich wohl was und bleibt es schuldig. Aber schenken lässt er sich nichts. Und ich kann mich als Edelmann jetzt nicht mehr um die Pumperei kümmern. Ach Gott, eine kleine Abschlagzahlung. Lassen Sie sich die Zahlung von meinem Sohn abschlagen. Moin. Tja, unsere Gelder sind leider zurzeit festgelegt. Festgelegt? Ja. Entschuldigen Sie mich bitte. Nee, Frau. Festgelegt? Oh, da sitze ich ja schön fest. Na, macht nichts. Berlin hat jetzt 2 Millionen Einwohner. Da werde ich schon einen finden, den ich anpumpen kann. Sie wollten mich sprechen? Mein Name ist Schmidt. Verzeihen Sie, Herr Kommerzienrat, dass ich gerade heute... Bitte, bitte. Jetzt weiß ich auch, wer Sie sind. Ja. Sie sind die Mutter von meinem kleinen Fräulein Schmidt. Tja, die bin ich auch. Auch? Ach so, Sie haben noch mehr Kinder. Naja, nehmen Sie Platz, Frau Schmidt. Wo habe ich denn meine Brille? Ach, hier. Oh, auch das noch. Na? Aber das ist doch nicht möglich. Doch. Sie sind, ich meine, du bist Otti? Ja, Fritz. Also, ich bin sprachlos. Wie kommst du denn zu dem Namen Schmidt? So hieß mein zweiter Mann. Was denn? Bloß so einfach Schmidt? Sonst ja nicht? Vorne nicht und hinten nicht? Als ob ich mir jemals was auf meinen Adel eingebildet hätte. Du? So leicht darf man das nie abtun. Wir Adligen müssen schon ein bisschen auf unseren Stand halten. Ja? Sieht man mir das nicht an? Jawohl. Aber sag mal, was hast du denn auf dem Herzen? Meine Tochter ist mit deinem Abteilungsleiter Müller so gut wie verlobt und... Und nu wollen die beiden heiraten. Es ist zwar ihnen das Geschäftsprinzip, aber meinetwegen. Danke, Fritz. Ach, Quatsch, danke. Meinst du, ich werde dem Glück Vorschriften machen? Ich weiß doch selber, wie das ist. Es war schön, dich wiederzusehen. Weißt du noch, wie du mir das Medaillon geschenkt hast? Das trage ich immer noch bei mir. Wo ich gehe und stehe, trage ich das. Nanu, wo ist es denn? Dein Enkel hat damit gespielt. Weißt du, was er gesagt hat? Hübsches Mädchen. Siehst du, hat den gleichen Geschmack wie ich. Ach, Otti. Das hätte auch ganz anders kommen können mit uns zwei. Nun sind wir ja auch so alt geworden. Aber schön war's doch damals. Das war in Schöneberg im Monat Mai. Die Zeit von Schöneberg ist längst vorbei. Wo wir
jedes Mal gespielt im Klee. Steht jetzt ein Tanzlokal und ein Café. Zwischen Ottilie und Fritz. Aber die Geschichte selbst geht noch weiter. Wir überspringen jetzt wieder ein paar Jahre. Inzwischen baute die Firma Jüterbock nicht nur Lokomotiven, die über der Erde fuhren, sondern auch solche, die unter der Erde fahren konnten. Oh ja, U-Bahn! Mhm. Jetzt ist es 1925. Und der kleine Fred, den ihr eben als Enkel habt spielen sehen, ist nun ein erwachsener, junger Mann geworden. Wir fahren mit der Untergrund begeistert hin und her. Denn Untergrund macht munter und ist praktisch im Verkehr. Vor allem kommt man meist gesund und schneller an sein Ziel. Denn das, was sich da oben tut, in heißer Wut, tut meist nicht gut. Der Vorfahrtsrecht und tut, 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 lässt uns hier unten kühl. Lässt uns hier unten kühl. Fräulein, gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Platz anbiete? Jetzt können Sie ihn ruhig behalten, nachdem Sie sich vorgedrängelt haben. Ich habe mich ja nur vorgedrängelt, damit ich Ihnen diesen Platz anbieten kann. Also bitte. Alles umsonst. Aber das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Nämlich Ihre Bekanntschaft zu machen. Das haben Sie nicht erreicht. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist... Interessiert mich nicht. Du wissen, was du abends zu machen? Ja, Firlefänzchen. Ich gehe wie seit 90 Jahren zu, wie heißt er doch? Zu Kanzler. Und wen du treffen in die Kaffeekanzler? Ah, hoffentlich viele junge, hübsche Mädchen. Du treffen eine berühmte Film... Eine berühmte Filmschauspielerin? No, 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 no. Du treffen eine berühmte Filmregisseur, Radanski. Ah. Die machen einen Film über deinen Jugendfreund Fritz von Jüterbock. Ah, interessant. Monsieur Radanski erkennt dich an deine weiße Nelke. Er trägt auch eine. Hast du alles behalten? Alles. Es kommt ein Herr Radetzky mit einer roten Nelke. No, 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 no. Radanski mit einer weißen Nelke. Wieso kommt denn noch einer? No, Chérie. Nur die eine kommt. Also der mit der roten Nelke. Dass du auch alles vergisst. Nicht alles. Par exemple. Deinen Namen, Firlefänzchen. Heiß geliebtes Firlefänzchen. Wie wär's mit einem Tänzchen? Na, weil du so freundlich strahlst, denn tanzen wir mal eine Charte. Eine Sprünge hinüber zu die Juwelier und sehe mich an ein paar Kleinigkeiten. Recht, mein Firlefänzchen. Später schulen aber die Kaffee Kranz leer. Gut. Fräulein, bitte. Haben Sie zufällig einen Herrn gesehen, der eine weiße Nelke trägt? So, hier. Nein. Nein? Nein. Danke. Ach, entschuldigen Sie mal, Kindchen. Ich suche einen Herrn Radetzky mit einer roten Nelke. Nein, trage ihn nicht rote Nelke, sondern weiße Nelke und heiße ihn nicht Radetzky, sondern Radanski, bitteschön. Dann sind Sie es auch nicht. Hören Sie, bitteschön, bin ich hier verabredet mit einem Herrn, der eine weiße Nelke trägt? Eine rote, hat Juliette gesagt. Aber Sie tragen doch selber eine weiße. Tatsächlich, das ist ja gar kein Wunder, dass mich dieser Radetzky nicht findet. Sind Sie vielleicht der Herr von Methusalem, der hier ist verabredet mit weltberühmter Filmregisseur? Woher wissen Sie denn das? No, weltberühmter Filmregisseur, das bin ich. Ja, nehmen Sie bitte schön Platz. Habe ich ganz große Überraschung für
Sie kommen hierher noch Enkel von Fritz und Enkelin von Ottilie. Nein. Ja. Herr, hören Sie mir endlich zu. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Seien Sie mir nur nicht bös, sonst werd ich furchtbar nervös. Herr, gleich gibt's ein Malheur. Ich muss leider auch hierher. So, jetzt packt mich die Wut. Ach, die Wut steht Ihnen gut. Schon in der U-Bahn sprach mich der Filou an. Doch in der S-Bahn sah sie mich sehr kess an. Und in der Untergrund geschah's im Nu. Da wurde er munter und sie schlug gleich zu. Und in Stadtmitte stieg ich um, na bitte. Ich stieg ihr nach einer alten Sitte. Und dann der Anschlusszug, der fuhr mir weg. Die Chance nutzte ich und wurde keck. Ottilie und Fritz, genau wie damals. Kinder, jetzt komme ich mir zum ersten Mal in meinem Leben alt vor. Na, Kunststück, dass Sie sich sehen ähnlich. Sind Sie auch Enkel? Fräulein Tilly Müller, Enkelin von Ottilie, Herr Fritz von Jüterbock, Enkel von Fritz. Sie sind Enkel? Das ist ja die unglaubwürdige Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Sind Sie uns böse, wenn wir uns zwei Minuten hineinsetzen? Aber ganz im Gegenteil, no? Ist mir geglückt, Überraschung? Hätten Sie das gedacht? Nein! Ja. Als ich noch so klein war, habe ich von meinem Großvater ein Medaillon bekommen. Das habe ich nie wieder hergegeben. Das Bild darauf hat mir so gut gefallen. Aber das ist ja meine Großmama. Genau dasselbe Bild hängt in meinem Zimmer. Bitte, entschuldigen Sie, dass ich vorhin so grob war. Das klingt vielleicht komisch, aber immer wenn ich ein Mädchen kennengelernt habe, dann habe ich es mit dem Bild verglichen. Mein Großvater soll ihrer Großmutter einmal sehr gut gefallen haben. Das wäre hübsch. Wenn sich die Sympathie für die Jüterbox auch auf ihre Enkelin vererbt hätte. Bin ich auch berühmter Enkel. Mein Großvater war in Wien bei Hofe. Kenn ich doch. Ich war ja auch in Wien bei Hofe. Ihr Großvater und ich waren sehr gut miteinander befreundet. Was ihm gehörte, gehörte auch mir und umgekehrt. Wenn ich nichts hatte, konnte ich immer auf ihn rechnen. Ja, ist bei uns Ungarn immer so. Was mein ist, ist auch dein. Ach, dabei fällt mir ein, ich habe Ihrem Großvater vor 50 Jahren mal 3000 Taler gepumpt. Könnte ich die heute vielleicht zurückhaben? Aber natürlich. Oh, habe ich gerade nicht genügend Geld bei mir. In Moment. Aber vielleicht genug, um diese kleine Rechnung zu bezahlen? Wer ist das, bitte schön? Mein Firlefänzchen, meine sechste Frau. Ich kann meinen Großvater gut verstehen. Danke. Ein Mädchen wie Sie, das kann man nur für sein Leben lieben oder gar nicht. Vergessen Sie nicht, wie viel sich inzwischen verändert hat. In Schöneberg vielleicht, aber nicht in der Liebe. Hier, Tilly. Ich gebe Ihnen jetzt das Medaillon zurück. Sie sehen, ich habe es ebenso treu bewahrt wie mein Großvater. Es hat eine weite Reise hinter sich. Aber jetzt soll diese Reise zu Ende sein, ja? Ja. Denk nur, wie schön wird das Wiedersehen. Denk nur, wie schnell wird die Zeit vergehen. Denk nur, die Sterne über dir, jeder ein Gruß, ein Kuss von mir. Denk nur, dass gar nichts uns trennen kann, nicht mal der endlose Ozean. Denk nur, sie liebt, sie liebt nur dich, und denk nur, sie.
Also, Kinder, das ist schönster Augenblick in meinem ganzen Leben. Herr Radanski, ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie uns zusammengebracht haben. Wenn Sie mir sind dankbar, dann Sie mir müssen auch zeigen, Dankbarkeit und spielen Hauptrolle in meinem nächsten Film. Das gibt so eine Reklame. Echter Enkel und echte Enkelin spielen Geschichte ihrer Großeltern. Aber das können wir doch gar nicht. Nun, wir werden sehen, ob Sie können. Gleich morgen früh, wir machen Probeaufnahme. War es denn nicht wunderschön, wie wir uns vertrugen und beim in die Schule gehen alle Kinder schlugen? Und wie schön wir außerdem beide immer spielten und mit Kügelchen aus Leben nach der Tante zählten. Und dann rauschte sie empört fort zu unserer Freude. Wenn den Rücken sie gekehrt, küssten wir uns beide. Keiner hat uns zugesehen, drum war's grad so schön. Es war in Schöneberg im Monat Mai. Ein kleines Mädelchen war auch dabei. Das hat den Buben oft und gern geküsst. Wie das in Schöneberg so üblich ist. Und jetzt gießen bitte. Nu, was ist? Gießen bitte! Nein, 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 nein! Zu natürlich, zu echt! Oh, das ist nichts für euch. Na und, wie ging's denn dann aus? Die Sache ging gut aus. Fred und Tilly sind Filmstars geworden, ist doch klar. Nee, nee, nee. Der Film wurde überhaupt nicht gedreht. Aber die beiden wurden trotzdem ein glückliches Paar. Fred? Omi ruft. Fred, wo bleibst du denn? Ja, ja, Tilly, ich komme schon. Oh, Omi!